Hello! Hello, ladies! Ladies and Gentlemen! Wie geht's? Neuer Tag, neues Glück! Oder wie seht ihr das? Ein neues Rennen, neue Chance, gut abzuliefern. Neuer Tag, neues Glück. So sehe ich das zumindest. Jo, moin, Manfred, moin, ohne Namen, moin, Leox, Sebastian, Gabriel, Lüde, Mr. Straßenbahn. Ich grüße euch, Grüße gehen raus. Heute wieder DTM, heute neue Strecke, zumindest was Liga angeht, neue Strecke. Wird ziemlich cool, wird ziemlich schwer, glaube ich. Also heftige Strecke. Heute Sachsenring, Leute. Richtig, anstrengend wird es heute. Sehr, sehr viel Kurven haben wir heute. Sehr, sehr viel Teilnehmer, glaube ich, wieder. Ich glaube, das Feld wird heute wieder sehr voll sein. So, ich starte gerade mal Race Room und dann geht es auch gleich rein in die Lobby. Und wie immer haben wir dann noch so 15 Minuten, schätze ich mal, an Training, bevor dann das Qualifying losgeht. Wieder zwei Rennen heute. Ja, Camera schalte ich gleich um. Ja, da sind wir. Wir sind am Start, meine Leute. So, Leute. Heute wieder AMG. AMG GT3. Wie vor einer Woche. Und natürlich wieder in der RYU-Liga auf dem Sachsenring. Training ist schon an. Ich glaube, 36 Autos sind Maximum auf dem Sachsenring. Wir müssten heute, glaube ich, wieder so um die 30 Fahrer sein. Eine technisch schwere Strecke, ja. Also mal ganz im Ernst, Leute, ich habe heute schon echt ein paar Stündchen auf dieser Strecke verbracht und ich habe echt immer noch auf einigen Passagen echt Probleme. Aber werden wir gleich sehen. Wir haben ja noch ein Viertelstündchen Zeit. So, wir nehmen wieder unseren schönen AMG GT3 mit der Nummer 4. Und ja, dann starten wir mal rein. Also wir werden wieder zwei Lobbys haben und Passwort ist wieder falsch, warum auch immer. Lass mich rein, bitte. Ja. Okay, Leute. Das wird krank, aber krank cool, weil wir hatten die Strecke noch nicht. Wir hatten die Strecke nur einmal. Sind wir sie mal gefahren. In Race Room auch. Allerdings halt offline gegen KI. Auch da war es schon echt heftig. Auch die Track Limits sind ziemlich krass. Werden wir aber gleich sehen. Werden wir gleich reinstarten ins erste Rennen. Wir haben wieder zweimal 30 Minuten, Leute. Zweimal 30 Minuten Rennen. Mit, glaube ich, 12 Minuten Qualifying sind es wieder. 12 Minuten sind echt wenig. 12 Minuten ist echt knapp, da eine ordentliche Runde raus zu hämmern. Aber mal gucken, wer schon alles da ist. Ob schon alle ready sind. Mein Thorsten, mein Frank. Und Waldemar, die Heimstrecke. Sommer noch die DTM in Real angeschaut. Ja, ich war tatsächlich noch nie da. Aber Sachsenring ist eigentlich bestimmt mal eine Reise wert. Aber schade, dass halt hier sonst... Ich glaube, Motorradrennen wird ja gefahren hier. Aber ansonsten, DTM bin ich halt eigentlich nie am Start. Aber könnte ich mir eigentlich auch mal anschauen, so ein DTM-Lauf. So, 15 Minuten Training, 12 Minuten, ihr seht hier oben wieder. Und dann 3 Minuten Warm-up und dann haben wir 32 Minuten Rennen wieder hinter dem Safety Car. Jo, wir sind wieder echt sehr, sehr viele. Schau euch das an. Alright, Patrick. 15 minutes left. That's 15 minutes. Jo, na, fahren wir direkt raus mit unserem schönen gelben Gefährt. Mit 20 Liter Spritladung. Dann schauen wir uns mal die Strecke an. Leute, und ihr werdet sehen, es wird nicht so einfach werden. Es wird nicht easy heute. Wieder einen Boxenstopp haben wir, so wie das letzte Mal. 28 Leute sind jetzt dabei. Ich glaube, es müssen 30 sein. Um die 30 Fahrer heute am Start. Wieder richtig, richtig wild. Let's get some heat into these brakes. So, fahren wir mal eine Outlap, eine entspannte. Und dann schießen wir uns mal ein. Also die 12 Minuten sind halt echt knapp. In 12 Minuten schaffst du halt nicht viele Runden. Und auf dem Kurs muss die Runde wirklich richtig on point sein. Project Cars könnten wir theoretisch auch mal auspacken. Stimmt, habe ich tatsächlich noch gar nie getestet. Es ist
ist das aktuelle Project Cars 3 wahrscheinlich. 2 oder 3 müsste es aktuell sein. Ja, da könnte man theoretisch auch mal reinschauen. Ich habe schon überlegt, ob man Forza Motorsport auch mal noch reinschauen, aber ich glaube, der Zug ist schon durch. Heimstrecke, ja, werden wahrscheinlich einige als Heimstrecke haben, die vielleicht auch im Chat sind. Die Sachsenring. Die letzte Kurve ist auch tricky, weil es hier so bergauf geht. Du stellst das Auto irgendwie immer so ein bisschen quer rein. Yellow flag in sector 1. Oh, Safety Car kommt. Green flag sector 1. So, die ersten paar Kurven sind auch echt tricky, die richtig zu treffen. Bergab, bergauf, richtig krank. So, und das hier, das ist so mein Schwachpunkt, die Stelle hier. Die Stelle hier über den Berg, super schwer, da sieht man hier den Ausgang nicht, das sehen wir hier an den Kollegen. Und dann diese Bergabpassage, es ist so, so hart. So hart zu treffen. Ohne ungültig zu machen, Runde. Der erste Teil ist der beste, ja. Der zweite Sektor ist echt schwer. Das Ding kann ich gar nicht. Also da, manchmal treffe ich die Runde, manchmal das ist so ein bisschen Glücksspiel, manchmal ist so ist den Eindruck. Manchmal trifft man hier eine Runde ganz gut und manchmal ist man irgendwie komplett daneben. Es ist super schwer, sich einen Rhythmus zu finden. Schau mal, was im Training drin ist. Das wird wahrscheinlich so ein erster Indiz jetzt sein, wie das Qualifying gleich verlaufen wird. Flag in Sector 3. Glaube ich, bleib hier im dritten Gang. We think Smarter has stacked it in turn 13. Green flag in Sector 3. Oh, der war gut. Sehr gut. Ist aber irgendwie komisch, dass der Sachsenring so wenig Titeln vorhanden ist. Ich kenne tatsächlich nur Race Room bisher. Das ist die einzige Sim oder Spiel, wo ich bisher den Sachsenring gefahren bin überhaupt. Also wir sollten auf jeden Fall eine 1.19 fahren heute im Qualifying. Das wär nicht schlecht. Mit einer 1.19 wäre ich dann eigentlich schon auch glücklich. DTM Classic kommt am Mittwoch wieder. Yellow flag, sector 3, 10 minutes to go, that's 10 minutes left. Allerdings mit sequenzieller Schaltung dann wahrscheinlich. Weil der H-Shifter funktioniert noch nicht so wie er soll. Muss ich noch selber ein bisschen Hand anlegen dann. Genau, das ist das Problem an der Kurve hier. Oh mein Gott. Kurz Herzinfarkt. Grüße nach Luxemburg. Also, ich sag mal, so MotoGP könnte ich mir vorstellen, dass die Strecke echt richtig Bock macht. Ich finde so für GT3 Autos ist die untersteuern sehr, sehr hart in die Kurven rein. Formel 1, fände ich, hätte auch was. Das wäre auch irgendwie cool. Ist wahrscheinlich zum Überholen quasi unmöglich.
the track limits. Please prep track. Ja, das wird euch uns noch ein paar Mal passieren heute. Ihr könnt euch schon mal dran gewöhnen. Track limits ist so hart hier. Wir hatten bisher noch kein Rennen in der Season, in der DTM, wo die Track Limits so, so hart gemein waren. Das ist nicht mehr normal. Sector 3 is now clear. New fastest lap for Lee, 119.4. Die 19er Zeit ist auch nicht so einfach. Da muss man schon gut arbeiten für den 19er Zeit. Ich weiß jetzt halt natürlich auch nicht, was die Jungs an den Setups gebastelt haben. Ich habe nicht so viel verändert. Ich habe den Flügel mal Maximum auf Anschlag gestellt. Maximum an Abtrieb mal draufgepackt. Mehr Ausschussleben. Schlecht. Hier ist so gemein hier. Sector 3 is yellow. Fastest lap for Binder, 119.1. So 1:20 haben wir. 6 Minuten Training und dann geht's rein ins Quali, Leute. Top 10 wird wahrscheinlich schwer werden. Was ich so festgestellt habe, also die Zeit, wo ich jetzt bisher GT3 gefahren bin, die Strecken mit vielen schnellen Kurven, also so wie die Strecke hier, da tue ich mir am schwersten. Und so Strecken wie Monza, die gehen komischerweise halt sehr gut von der Hand. Weil ich so wie hier jetzt halt oft einfach die Kurven viel zu schnell anfahre. Ich könnte mir vorstellen, dass heute wieder ein Mittelfeldkampf. Dass es heute wieder einen Mittelfeldkampf gibt. Green flag in Sector 3. Und der rechte Reifen, der wird auf jeden Fall leiden, Leute. Das können wir uns schon mal. Ich hoffe, der überlebt. Ich hoffe, der überlebt zwei Rennen hintereinander. 100 Grad einfach rechts direkt schon. Nach ein paar Runden einfahren. Okay, Patrick. 5 minutes to go, 5 minutes left. White flag, mate. Okay, direkt im Abgang. Warte, wo ist das Kies rein? Nein. You've gone outside of track limits there. Heute ist Top 10 Ziel. Schätze ich mal. Die Kurven, ich finde die Kurven so schwer zu fahren. Das ist krank. Was man an Gefühl braucht, um dieses Ding da durchzuschieben, das ist verrückt. Very little fuel left. In this lap, in this lap. Das zwei Hotlaps, dann sollte ich die mal anschauen vielleicht.
Oder ich schaue sie mir danach an, dann weiß ich, was ich falsch gemacht habe. Aber wir können ja theoretisch wieder im Qualifying zuschauen. Je nachdem, wie es läuft, können wir wieder ein paar Kollegen zuschauen. Wieder den schnellsten, wie die hier so eine Runde fahren. Wo man sich wie rein anlehnen muss an die Kurven. Da gehen wir kurz tanken. Wir gehen mal ganz kurz an die Box. Haben wir noch eine Runde? Eine Runde können wir noch Training machen. Dann geht's los, Leute. Crazy. Es wird aber ein heftiges Rennen. Ich weiß nicht, wo man hier gut überholen kann, ehrlich gesagt. Also wie gesagt, ich bin hier noch kein einziges Online-Rennen gefahren. Oh, Bremsbalance. Müssen wir auf jeden Fall verändern. Die müssen wir weiter nach hinten stellen. Ich habe das Setup noch gar nicht eingeladen. Oder? Das hier. Habe ich das reingeladen? Ich habe nur die Bremsbalance nicht verstellt. Die müssen wir nach hinten stellen. Wir machen hier mal auf 50 Bremsbalance auf 50,00. Probieren wir nochmal eine Runde aus. Nochmal rausfahren. 20 Liter Sprit nehmen wir dann wieder fürs Qualifying mit. Also, Yannick Eckert ist wieder hier der schnellste. 1,18,6. Das ist schon. Also, boah, krass. Wir haben 3,18er Zeiten hier im Training schon. Also, das werde ich heute nicht fahren können. Das kann ich euch schon mal schriftlich geben. Binder wird auf jeden Fall auch schnell sein, schnell genug sein. Eine 19er Zeit fände ich ganz, ganz cool, wenn wir das schaffen. Das müssen wir auf jeden Fall mal anpeilen. 29 Autos jetzt im Feld. Ich glaube, wir müssen jetzt fast vollzählig dann sein. Green flag, you're clear. Exit's clear. Stay behind the white line. Das letzte Drittel. Ich glaube, es werden heute wieder so viele Crashs passieren. Vielleicht kommt man auch so wieder ganz gut durch. Einfach ein bisschen zurückhalten. Wieder in den beiden Rennen. Es wird halt extrem eng werden hier auf dem Kurs, glaube ich. Bisher sind wir ja immer ganz okay durchgekommen, die letzten Rennen. Ohne größere Zwischenfälle zum Glück. Yellow flag in Sector 2. Ich glaube, Bremsbalance weiter hinten ist auch sehr, sehr gut. Schlüssel. Das ist, denke ich, der Schlüssel. Für mich zumindest. Will Kuba schon Rennen fahren? Ja, wahrscheinlich brauchen wir echt wieder ein gutes Qualifying. Es wird vielleicht so eine ähnliche Sache wie die Barcelona F1. Dass du halt ein gutes Qualifying brauchst. Das ist ein White Flag. Ha. Der Bremsbalance war eventuell doch etwas zu weit nach hinten. 50 ist ein bisschen zu viel. Wir müssen ein bisschen weiter vormachen. Okay, Leute. Also, es geht los. Qualifikation 12 Minuten. Die 20er, die knacken wir. Die knacken wir, dann sind wir in der ersten Hälfte vielleicht mit dabei. Mal gucken. Krass. So, okay, 21 Liter Sprit, wir machen nochmal ein bisschen, da ein paar Klicks nach hinten wieder. So, 52 ist, glaube ich, gut. Let's go, Leute, Qualifikation. Großer Preis des Sachsenring. You're all clear, stay behind the line. Okay, Patrick, we've got 11 minutes to set a lap. Ich sag ja, neuer Tag, neues Glück. Incident in Sector 1, yellow flag, stay sharp. Incident's clear, green flag. Neuer Tag, neues Glück, neues Race. Alles kann passieren. Wir haben ja zwei Versuche. Yellow flag. Zwei Anläufe wieder. Ja, krass, viel los, schon wieder alle gleichzeitig rausgefahren.
29 Autos, Leute. 29 Autos. Yellow flag in Sector 2. Sector 2. Ich werde versuchen, hart zu pushen. Ich werde mich anstrengen. Green flag in Sector 1. Junge, ist hier was los? Hier geht's richtig ab. Alle warten, alle warten! Dass sie hier mal eine Runde fahren dürfen. Okay, let's go. Ein neuer Dreher, neuer Tag, neuer Dreher. Left, 10 minutes to go. Oh, die erste 19er Zeit ist schon da. Oh yes! Off the leader's pace. You've just done a 119.9. The leader's just done a 119.5. The guy behind has just done a 121.1. Faster class car approaching. Ah, der war nicht gut. Oh, die erste Runde war echt nicht schlecht. The leader has just done a 119.0. So schlecht war sie nicht, die erste. First try. First try. Sector 1, yellow flag. 100 Grad auf der rechten Seite, vorne, vorne rechts schon wieder. Green flag in Sector 1. Ach, du hast... Ah, hier weiß ich noch nicht. Wann und ob? Weiß ich aktuell. Da weiß ich es nicht. Okay, die waren nicht so gut. Nochmal eine. 7 Minuten Zeit noch. Platz 8 ist schon mal nicht schlecht. V6, you're currently 1.6 seconds off the pace. That last lap was a 120.7. Faster cars approaching. Okay, I'm ready. This lap won't count. You've cut the track. Yellow flag. All your tires are dirty. Green flag, sector 2. Blue flag. Komm schon. Oder mal ausweichen. Einen kurzen Ausflug durchs Kies. Incident clear. Green flag. Okay. Ist wieder on track. Die ersten Kurven. Was meinst du mit den ersten Kurven? Binder ist auf 6. Wir müssen mal schauen, was Binder gefahren ist nachher gleich. Yellow flag.
flag in sector 1. Das heißt, die erste Zeit war schon mal gar nicht so übel. Ja, jetzt 9. 9. Platz. 7th position. The leader has just done 118.5. Sector 2. Sector 2 is yellow. Yellow flag. 5 minutes remaining. 5 minutes left. Incident clear. Green flag. Okay, Patrick. You've got half your fuel left. Some you're now 1.5 seconds off the pace. Sector 2 is green. Ja, manche Runden treffe ich, manche gehen in die Hose. Kann man das mit Assetto Corsa vergleichen? Schwierig. Eher nicht. Assetto Corsa ist schon nochmal ganz anders, finde ich. White flag. Okay, eine Runde haben wir, glaube ich, noch. Kurve 1-3 wird Action, weil 1-2-3. Da heißt wahrscheinlich einfach nur überleben. Flag, mate. Okay, einen Versuch noch. That's the try. Sector 2 is now yellow. Green flag in Sector 2. 5 minutes of fuel remaining. 5 minutes. Nein! Nein! Please, Patrick. Gibt's noch eine? Eine gibt's noch. Eine Runde haben wir noch. Boah, ist das krank. Diese Linkskurven. That's 2 minutes left. Two ja, schaffen wir noch. Eine schaffen wir noch. Blue flag. Let's go. Komm, der Versuch muss es sein. Flag.
Okay, eine Verbesserung zumindest. Good lad, that's your best in the session. You're currently 1.2 off the pace. That was a 119.7. We're running on fumes. Junge, ist die Strecke schwer. 1.19.7, gerade mal so noch hingezwungen die Runde. Platz 11 im Moment. Crazy, es wird ein crazy Rennen. 30 Autos, Leute. Fast in die Top 10 rein. Fürs Qualifying. Gar nicht mal so schlecht, glaube ich. Gar nicht mal übel. So, also nur das Rennen überleben. 30 Minuten. Also Flurry auf der Pole. Flurry mit ordentlich Zusatzgewicht tatsächlich auch. Eckert auf Platz 2, Binder Dritter. Wow. Krass. Die Strecke ist so. Verzeiht keinen falschen Einlenkpunkt. Verzeiht diese Strecke. Okay. Setup. Setup. Wir machen kurz mal. Wie viel Liter brauchen wir? Wir brauchen ungefähr 54 Liter an Sprit wahrscheinlich. Ja, 43, ja, 53 wird wahrscheinlich auch reichen. Ja, und dann fahren wir mal nochmal. Oh, nochmal eine Runde, eine Aufwärmrunde und dann geht's ins Rennen rein. Ins erste in Rennen 1 von 2. Okay, reicht uns 33 Minuten lang der Sprit. Das sollte passen. Sollte passen mit einem Boxenstopp dann. Pit exit clear. Muss mehr cutten. Ja. Brakes are cold, be careful. Über die Kuppen. Just 2 minutes left, 2 minutes to go. Es ist gar nicht so einfach, die Kuppen so richtig anzufahren. Also ich würde die manchmal auch echt gern besser cutten, aber man muss die im richtigen Winkel hier oben anfahren. Hier, den hier. Das ist echt schwer hier den Einlenkpunkt zu finden, dass man den richtig macht. Kein Bartmann heute. Oh, ja, stimmt. Stimmt. War ja nicht an der Liste drin. Dann ist Bartmann heute nicht dabei, so wie es aussieht. Früher hatten sie der S. Ja, das. Also, das wäre auch noch cool. So eine Season mit der S. Eine DTM-Season mit der S. Würde ich auch extrem feiern. Ich finde sogar die 2020er DTM-Autos, finde ich richtig geil. Die gehen richtig ab. Die machen noch deutlich mehr Laune, finde ich. Das ist nicht so träge. Der Linksknick und runter. Ja. Muss man manchmal noch überlegen, in welchem Gang ich die Kurve am besten anfahre. Ich glaube, dass es fast besser ist, hier im dritten Gang zu bleiben. Ja, und dann muss man eigentlich hier drüber. Hier im dritten Gang drüber. Und dann im richtigen Moment hier einlenken, dass man nicht ins Kies kommt. So krank. Rechtzeitig auf die Bremse, dass es hier nicht zu weit rausgeht. Ja, das wird krass. Das wird krass, Leute. Aber immerhin fast in den Top 10 stehen wir. So, vielleicht einfach ein bisschen aufpassen am Start. Start wird jetzt wahrscheinlich gleich ziemlich hektisch werden. Wir haben jetzt wieder eine Einführungsrunde hinter dem Safety Car gibt's. Das wird jetzt im zweiten Rennen auch wieder so sein. So. Also Tank 54 Liter. Sollte passen, machen wir so. Okay. Safety Car steht bereit. DTM 2020 und ich bin dabei. Ja, das wäre schon geil. Komischerweise fahren echt wenige Liga. Echt wenige Ligen die DTM 2020er Autos. Ich finde die eigentlich die coolsten. Machen am meisten Spaß. Aber es sind halt auch echt schwerer zu fahren. Also was das Heck angeht. Vielleicht ist das der Grund auch. Also Traktionskontrolle ist nicht so einfach bei den 2020ern. Das ist halt ähnlich wie so ein Formel-Auto.
Viel Glück, ja, danke euch. Schauen wir mal. Schauen wir, was geht. Also eine Runde hin zum Safety Car. Und dann müssen wir tatsächlich in den Pit Limiter reingehen. Eine gerade vor der Startziel. Müssen wir in den Pit Limiter rein und dann starten. Floor it. Yellow flag. So, immer schön hinter den Ferrari. Hinter den Ferrari einsortieren. Ich weiß auch nicht. Viele Ligen finden GT3 halt irgendwie toll. Scheinbar. Aber ich finde GT3 auch nicht die coolste Klasse. Da gibt es schon einige, die doch deutlich mehr Spaß machen. Aber GT3 ist halt irgendwie aktuell am besten besucht. So rein generell irgendwie auch. So, aber jetzt geht's los, Leute. Formation. There's a white flag. Sector 3 is yellow. It looks like Raven has gone off in turn 12. Formation einnehmen. Sector 3 is clear. Yellow flag. You're clear. Incident clear. Oh, habe ich ihn weggeschoben? Come on, Patrick. Good stuff. Keep it coming. War ich das? Car in front is Lee. Hä? Ich habe gar keine Berührung gemerkt. Incident in Sector 1. Yellow flag. Habt ihr was gehört? Ich habe keinen Kratzer gespürt. Ich denke, that's smarter. It's gone off in turn 4. Das sah irgendwie komisch aus. Sector 1 is clear. Gap 2, Lee, ahead is now 1.4 seconds. Yellow flag, stay sharp. Incident clear, back to green flag. Oh,
Überholen ist echt hart hier. Ja, es war keine Dive-Bomb. Ich habe nochmal zurückgezogen. Yellow flag. Slow car ahead. We're on the same lap, so they'll get no blue flag. Green flag, you're clear. So, Boxenstoppfenster ist geöffnet. You're pulling away. The gap behind is now 10 seconds. Green flag, sector 3. Anstrengend zu lenken. Ah, in 2 Minuten, ja, so. Sector 2 is 0.7 off the pace. Ja, wir fahren, denke ich, wieder so lange wir gut Speed haben, Pace haben. Das ist relativ spät wieder an die Box. The leader's just done it, 118.9. Ja, ich bin tatsächlich ganz happy mit Platz 9 im Moment. Okay. Solide gekartet.
niemand in die Box gefahren. Zumindest von den Forderungen. Noch niemand drin. Hey, wir können mit Dausberg mithalten. Das ist auch nicht schlecht. Ah, jetzt gehen die ersten rein. Stops, okay. Sixth place. Green flag, sector 2. Been disqualified. The gap behind is now 13 seconds. Okay. Das heißt, wir gehen jetzt, denke ich, auch an die Box. Hey, es war gut bisher. Aber allein fahren ist wahrscheinlich wieder so ekelhaft. Niemand vor sich hat. The gap in front is now 5.5. Ja, ihn habe ich jetzt auch gleich rein in die Box. Andere Karte wird wahrscheinlich sonst wieder zu heftig. Ich bin viel schneller, wenn ich jemanden vor mir habe. Okay, Patrick, the next car is Gruber. Stoppschild. Seltsam. Was sogar? Ja, da würde jetzt wahrscheinlich einige Sekunden gut machen. Smarter behind is pitting now. Komm. Beeilt euch! 10 Sekunden. Im Moment sieht es ganz okay aus, ja. Mal gucken, wie es weiterläuft. Es waren natürlich noch nicht alle in der Box jetzt. Let's go! There's traffic on the exit, keep it tight. The driver
in front of us is Lee. The leader's pitting now. Patrick, you're halfway home. Got plenty of fuel. Katzenberg, 1,6 Sekunden. Platz 16. Blöd, dass das Lichthupe bei mir gar nichts bringt. Dann lasse ich mich nicht beirren von der Lichthupe. 15 Minuten left, that's 15 Minuten. Und das war ein Dautzenberg knapp gefahren. Dass du nicht davon fährst. Alle gleich schnell hier vorne. White flag, mate. Two.
muss man halt dann reingehen. Lücke. Ich hab eigentlich nur Angst, wenn ich wieder frei fahren muss, dann habe ich nicht so den Rhythmus, wie wenn jemand irgendwie vor mir fährt. Ich bin echt zu weit weg. Okay, Patrick. 10 minutes to go. That's 10 minutes left. Pit window closing in 2 minutes. Null. Platz 7 ist eventuell machbar. That was a 19.4. Pit window closing in 1 minute. Ich weiß nicht, ob ich den zweiten nehmen soll. Der zweite Gang, dann schaffe ich die Kuppel meistens besser. Dann fehlt wieder der Schwung hier unten. Closed. 19.3, die beste Runde. Okay, Patrick, you've got 10 minutes of fuel remaining. Ich wollte es nur gesagt haben. Wir kriegen hier noch 6 Minuten Zeit. Wide
flag, mate. The gap to lead in front is now 0.7. Your last lap time was at 119.3. Hab ich ran. Immer 1,0 Sekunden. Auf Auslinien. 5 Minuten Zeit noch. Okay, Patrick, 5 minutes to go, 5 minutes left. Der rechte Vorderreifen ist einfach am Schmelzen. Letzte Runde sein, oder? Eventuell gibt es noch mal eine. Zwei Runden noch. That's 2 minutes left. 2 minutes.
2 dann heute, oder? Das ist jetzt das erste gerade. Auch gar nicht so mal so schlecht eigentlich. Das, dass wir jetzt hier die Strecke noch nicht kompetitiv gefahren sind, wirklich. Oder Last Lap. Ich habe ganz schön viel gültige. Das ist doch meine letzte Runde jetzt. Das ist noch die letzte Runde jetzt. Last lap. Geiles Racing aber auch. Ja, überholen ist halt super hart schwer. Achter Platz, das ist nicht schlecht, das ist okay, das ist gut. Das läuft besser als das F1-Rennen, das stimmt. Einfach ein GT3 ab jetzt besser sein. Okay. Round 1 erledigt. Ganz okay, war ganz gut. 7th Position. That's the end of the race. Never mind. Achter sind wir, nicht siebter. Hui. Eieiei. Okay. Ja, weiß nicht. Qualifying ist halt schwer. Die 12 Minuten. In 12 Minuten schaffe ich keine 19,5 oder sowas. Das kriege ich in der Zeit irgendwie nicht hin. Da bräuchte ich irgendwie mehr Runden, dass es ein gutes Qualifying wird. Also wir müssten uns jetzt halt die letzten Rennen auch noch vorarbeiten. Aber schon mal in den Punkten wieder. Ja, P8 ist besser als gestern. Schauen wir, wie das zweite Rennen wird. Also, es sollten eigentlich beide Rennen in den Top 10 abschließen können, rein von der Pace, denke ich. Das wär auf jeden Fall schon gut, wenn wir das zweite auch in den Top 10 abschließen. So, ich glaube, es wird sogar auch ein neuer Server wieder aufgemacht, das zweite Rennen. Das heißt, da können wir jetzt hier gleich hier rausgehen. Der Session. Crazy. Aber eine 19,3. Und Eckert ist eine 18,6 gefahren. Also das ist nochmal eine Liga. Das ist nochmal eine andere Liga. Flurry ist auch eine 18,6. Ich glaube, da braucht man so ein bisschen den richtigen Flow für die Strecke. Okay, also Leute, Rennen 2 folgt. Ne, P7 sind wir nicht, weil das verschiedene Klassen sind und Jim checkt das nicht mit den verschiedenen Klassen, deswegen P8. Ne, das Setup ist nicht fix.
Ich habe auch ein kleines bisschen was geändert am Setup, aber auch nicht so viel. Also es könnte natürlich schon sein, dass die ersten drei ganz ordentliche Setups waren. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber dafür war es echt gut. Okay, die zweite Lobby ist schon am Start, so wie es aussieht. Müsste die hier sein. Race 2, liebe Leute. Haben wir nochmal Training? Muss ich gerade mal schauen, ob wir Training haben gleich nochmal. Ja, das müsste also die richtige Lobby sein. Okay, wir wählen wieder den AMG aus. Gucken, wie das zweite Rennen läuft. Jetzt sind wir auf jeden Fall ordentlich eingefahren. Komm schon, lass mich rein. Bitte lassen Sie mich. Lassen Sie mich rein. Keine Antwort vom Server. Kurz nochmal zurück. Wahrscheinlich war das die alte Lobby, könnte auch sein. Kurz nochmal aktualisieren. DTM 2023. Mal probieren. Ich weiß nicht, warum manchmal will Race Room das nicht richtig kopieren vielleicht. Brauchst einen Teamkollegen. So, schauen wir mal kurz, was ist denn jetzt hier los? Ja, ein Teamkollegen wäre vielleicht auch nicht, gar nicht mal so schlecht. Es wäre gar nicht mal so schlecht, wenn wir einen hätten. Aber ich bin immer eigentlich auch ganz froh, wenn ich ab und zu mal allein fahren kann. Ein bisschen quatschen kann. Jetzt können wir mal, ein neuer Server ist online. Passwort. Passwort. Lassen Sie mich rein, bitte, in dieses Rennen. Krass, aber wie schnell die das wieder an den Start gemacht haben. Okay, 9 sind zumindest schon da, also müsste hoffentlich das gleiche Passwort sein. Jetzt müsste es gehen. Ah, es geht! Es geht. Den rechts, den Reifendruck rechts, ich glaube, das ist, da ist alles zu spät bei dem Reifen rechts. Mercedes ist heute besser als Ferrari gestern, ja. Wir könnten theoretisch ein paar Klicks machen am Reifendruck, aber ich habe das Gefühl, dass die Strecke einfach, das ist ziemlich egal. Das ist ziemlich egal, weil der Reifen ist ständig überlastet. Wenn ihr mal die ganzen Linkskurven anschaut, die Bergabkurven, ich weiß nicht, ob wir es da ordentlich verbessern würden, aber können wir theoretisch probieren. Vielleicht Reifendruck ein kleines bisschen runter machen. Ja, gestern hat schon, es hat mir echt auch arg wehgetan. Aber ich habe mit dem Rennen gestern auch so nicht unbedingt gerechnet. Aber es sind halt einfach viele Sachen einfach gestern schief gelaufen. Aber gut, solche Rennen gibt es leider. Ich hoffe, dass das nächste Rennen wieder gut wird. Aber immerhin haben wir jetzt mal hier das erste ganz ordentlich überstanden. So, wir machen, ja, wir können mal gucken, was wir mit dem Reifendruck machen. Reifendruck müssten wir ja weiter runterdrehen, oder? Theoretisch müssen wir weiter runterdrehen, dass der Reifen nicht gleich überhitzt, also weniger Reifendruck. Ja, vielleicht ein paar Klicks, das könnten wir mal probieren. Was habe ich denn für ein Setup drauf? Da müssen wir wieder nach hinten gehen. Moment. Was waren wir? 52 hatten wir. 52 hatten wir. Habe ich jetzt vorne Front, vorne rechts. Das sind, glaube ich, 10 links, 3 Rechtskurven. Ja, das ist halt krank. Das überlebt halt einfach der Reifen nicht. Aber immerhin, die halbe Stunde hat es auf jeden Fall der Reifen gepackt. Halbes Stündchen schafft das Auto mit dem Reifen. Mal drüber nachgedacht, ACC zu spielen.
Ja, habe ich schon. Ich werde im Moment noch nicht so richtig warm mit. Ich komme da nicht so richtig klar. Ich weiß es auch nicht, woran es liegt. Da fehlt die Begeisterung fehlt bei mir da ein bisschen für ACC. Ich setze mich in das Auto rein, in ACC fahre los und denke mir, ja, ich weiß nicht. I don't know. Und das Gefühl habe ich in Race Room irgendwie nicht. Da ist es irgendwie alles ziemlich geil. Okay. Nicht so lang quatschen. Nochmal eine offene Runde fahren. Minütchen Training. Das ist die längste Linkskurve der Welt. Ja, ich, keine Ahnung. Ich glaube, da ist es egal, was wir mit dem Reifen rechts machen. Der wird immer zu heiß werden. Exit looks clear. Incident in Sector 1. Sector 1 is yellow. Your brakes are cold. We need to get some heat into them. Green flag Sector 1. Ja, das gleiche Setup habe ich, glaube ich, sogar. Nur, dass ich jetzt den Reifen ein bisschen geändert habe. Sollte aber nicht so wirklich ausschlaggebend sein, glaube ich. Krass unterbewertet. Ja, schön. Ist halt manchmal, nur weil die Games neuer sind, wird es natürlich eher gefahren gespielt, wie auch immer. Also das Ding ist halt, ich hab halt einfach den Vergleich. Ich hab halt den direkten Vergleich von Racing zu ACC. Und ich bin halt, wisst ihr ja auch, ich bin nicht der Typ, der so viel Zeit mit GT3 verbringt. Und wenn ich halt so das Gefühl habe, hey, das macht echt deutlich mehr Spaß hier, dann fällt halt natürlich das andere Game eher hinten runter. Es ist genauso wie die Leute, denen vielleicht F1 23 nicht so Spaß macht. Und dafür halt eher iRacing, das verstehe ich auf jeden Fall natürlich auch, warum man dann kein F1 23 spielt. Und er andere zu anderen Sims greift. Ist vollkommen verständlich. Aber ich finde das echt geil hier. Vor allem hat man echt in Race Room echt viele coole Strecken. Viele Strecken, die man sonst gar nirgends fahren kann. Und das ist krass, finde ich. Das ist so ein krasser Vorteil, was eigentlich Race Room hat. Es ist unglaublich eigentlich. So viele coole Strecken. Die nicht mal iRacing hat teilweise. So, Qualifying is on. All the pies. 1.19 muss her. Exit's clear. Push, we've got 11 minutes to get a decent lap in. Ich würde voll gern auch irgendwie an der Nähe von meinem Rennstrecke holen. Das muss schon cool sein. Ich bin leider zu weit weg von irgendeiner Rennstrecke, dass man da mal irgendwo kurz hinfahren könnte. Autos im Feld. Wow. Cold. Alpen Cody. Vollkommen Stau. White flag. Yellow
yellow flag sector 2. Green flag in sector 2. White flag, mate. Sector 2 is now yellow. Green flag, sector 2. Yellow flag in sector 3. That's a new fastest lap for Lee, 119.9. The leader's just done it, 118.8. Yellow flag. Incident clear, green flag. Yellow flag. Incident clear, back to green flag. Was that lap time was 119.7. Gute Runde. So, jetzt zu viel Verkehr. 19.6 direkt auf der ersten. Please, Patrick. Yellow flag in sector 2. Green flag in sector 2. The guy ahead has just done a 119.0. Green flag in sector 3. Ja, kann ich mir echt gut vorstellen, dass es krass sein muss. Ja, es sind einfach zu viele Autos. Zu viel Verkehr. Green flag, all clear. V4. Got 10 minutes of fuel remaining. Der war schlecht angefahren. Mit einem Schlenker die komplette Runde versaut. Einmal falsch eingelenkt in die Kurve, so schnell geht's. Sechs Minuten noch. Zum Glück war eine recht gute Zeit dabei. Könnte uns echt retten, die erste Runde. 19.6. Was hat man denn im ersten Durchgang? 19.9 oder sowas. Flag sector 2. Sector 1 is now green. Green flag in sector 2. Green flag sector 3. Don't invalidate this lap. Track limits. Das ist so hart, diese Linkskurven. Man muss das Auto so gut positionieren für diese Links den Berg runter, dass man auf jeden Fall Vollgas fahren kann.
Okay, nochmal Abstand, 4 Minuten. Car in front has just posted at 119.3. Blue flag. Uah, was war das denn? Yellow flag. Incident clear. Green flag. Okay, Patrick, you've got half your fuel left. Huh? Auto wollte einfach in die Box abbiegen. Einmal noch links rüber gezogen. Immer noch in den Top 10 mit dieser einen Runde, mit der ersten, mit der 19.6. Eckhart, der wird wahrscheinlich noch schneller fahren. Sector 2 is clear. Da wird wahrscheinlich noch was kommen. Yellow flag. You need to watch these track limits. Blue flag. All your tires have dirt. Go. So, einmal durchgeschüttelt. Ein Try noch. The leader has just done a 118.8. Zwei würde wahrscheinlich auch rein. Aber ich fand es eigentlich schon ganz gut. Also die erste Runde war schon echt on point. Das passt schon. Wir lassen es aber so. White flag, V6. White flag, the guy behind has just done a 119.8. We estimate you've got 5 minutes of fuel remaining. Green flag, sector 3. Okay, Patrick, we need to watch the track limits. 2 minutes to go. Wäre gut gewesen. Aber wir hätten den Sprung gebraucht gehabt von rechts und da war ja im Weg gestanden. Sonst schaffst du diese Linkskurve nicht. Platz 9. So, letzter Try, letzter Versuch. Müsste noch hinhauen für eine Runde. Eine Runde geht noch. White flag. Nein. Yellow flag in sector 3. Falscher Gang. Green flag in sector 3. Just done a 118.4. Sector 2 is 0.7 off the pace. Sector 3 is now yellow. Yellow flag, stay sharp. Keine Verbesserung. Wird's nicht bringen, leider. Okay. Yellow flag. Very little fuel left. That's the end That's of the it. Session. Sixth place. That's it. Achter Platz. Geil. Super knapp. Super, 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 super knapp, aber 19.6, 19.7, 19.8. 19.8.
Flurry auf P1, Binder P2, Huber P4. Das Auto hat mir jetzt ganz gut gefallen eigentlich. So, wir machen mal kurz wieder die 54. Vielleicht können wir auch weniger Sprit mitnehmen, so 1 Liter oder so. 1 Liter weniger. 53 sollte eigentlich auch passen, oder? Sagt das Auto? Ja, das passt. 53 machen wir. 1 Liter weniger dieses Mal. Okay. Das ist schon zu Rennen 2, ja. Erstes Rennen war echt gar nicht so schlecht, war echt ganz gut. So, kurz zur Aufwärmrunde. Dann geht's wieder hinter dem Safety Car los. Pit exit looks clear. That's 2 minutes left. 2 minutes. We've got cold brakes all round. Be careful. Also ja, die Strecken muss man theoretisch kaufen, aber du kannst das Spiel auch als ein Paket komplett kaufen. Macht voll Sinn, macht viel mehr Sinn, als einzelne Strecken zu kaufen. Junge, also da tun einem echt die Arme weh. Vielleicht hätte ich Force Feedback für das Rennen, für die zwei Rennen ein bisschen niedriger ansetzen sollen. Man merkt es, dass man nicht so viel Linkskurven fährt normalerweise. Also zumindest nicht so in dem Ausmaß. So schnelle Linkskurven, wo das Lenkrad richtig ziehen muss. Aber das zweite Rennen werden wir überleben. Werden wir auch noch überstehen. Was ist ein nächstes Rennen? Stimmt, ich weiß gerade nicht auswendig. Oschersleben? Ich kann es euch gerade gar nicht auswendig sagen. Müsste ich nachschauen. Was dann als nächstes dran ist. Das wäre ja dann quasi wieder in einer Woche sozusagen. Also nächste Woche Montag wieder. Weil die Legends-Saison mit den alten DTM-Autos ist ja immer alle 2 Wochen. Incident in Sector 2, yellow flag. Und das hier ist eigentlich jede Woche. Muss ich mal nachschauen gleich. Sector 2 is now green. Yellow okay. Flag. Perfecto. Ja, passt. Ich glaube, das Auto fährt sich gut. Ich bin zuversichtlich, dass das Rennen 2 auch gut wird. Ja, wir gehen gleich rein. 52, 53, hart. That's the end of the session, B6. Okay. Wieder 30 Autos. Ist Race Room was für Anfänger? Auf jeden Fall. Check auf jeden Fall mal das Video dazu aus. Habe ich mal ein Video zu gemacht. Es ist halt auch nicht teuer. Weil das schon ein bisschen älter ist, ist Race Room nicht so wirklich teuer im Vergleich zu anderen Sims. Und es ist, man kommt echt gut rein, hat gutes Force Feedback. Also finde ich zumindest. Okay. Also nochmal Safety Car Start. Dieses Mal von etwas weiter vorn. Innerhalb der Top 10. Der rechte Reifen überhitzt und kommt. Ich glaube nicht, dass man das mit einem Setup geregelt bekommt, ehrlich gesagt. Es würde mich hart wundern, wenn man das mit einem Setup geregelt bekommt, weil so hart, wie der Reifen da beansprucht wird, du bist ja nur am nach links lenken. Das ist ähnlich wie in Sandport. Fahrhilfen gibt es, glaube ich, auch, ja. Man kann auch mit Fahrhilfen fahren. Green, green, green. Okay. Yellow flag. Green flag, you're clear. Okay, wir haben dieses Mal die linke Seite. Ja, Race Room sollte mit Triple Screen auch gehen.
Ich meine, Race Room ist ja die Rennsimulation schlechthin. Also, es würde mich sehr hart wundern, wenn man Race Room nicht mit Triple Screen fahren könnte. Aber normal geht's. Man kann ja auch Sichtfeld und so komplett auf realistisch einstellen und sowas. So, auf geht's, Rennen 2. Pit Limiter muss natürlich rein wieder. Ich weiß nicht, wie viel Abstand ich halten muss, aber ich glaube, das passt so. Hä? Boah, ist heute ein seltsamer Start. Whoa! He's the class leader for these guys. Yellow flag. Clear of the incident. Green flag. Oh, ich glaube, es gibt eine Strafe für ihn. Sauber, was er da gemacht hat. Das war sehr, sehr unsauber. Mr. Bruder.
Sector 1, V6. The actor, Gruber, in front is now 1.0 seconds. Langsam mal aufpassen, dass wir nicht zu viel ungültige Runden machen, weil es könnte ein Problem werden. Das könnte echt zum Strafenproblem eventuell werden. Ich weiß nicht, wie viel ungültige Runden die anderen machen. Warten. 98 Grad haben wir schon wieder. That's your quickest lap. The gap to Gruber ahead is now 1.8 seconds. Will ich nicht rein, weil nicht, dass wir dann fällt. Ich schätze, wir gehen dann rein, wenn die zwei hier reingehen. Oder eine Runde später eventuell. Weiß jemand zufällig, wie knapp man den Boxenantrag stellen muss? Ich weiß nicht, wann die Crew ready ist, wann man quasi sich ankündigen muss für den Boxenstopp. Muss ich das eine halbe Runde vorher schon machen oder zwei Proben oder direkt beim Boxeneingang? Ich weiß nicht genau. Ja, dann könnten wir theoretisch direkt hinter den beiden reinfahren. Wenn das ginge.
man es einmal kurz vor knapp ankündigen kann. Nein! Nein, 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 nein! Green flag. Okay, ihm ist einfach das gleiche passiert. Einfach nur zu heiß geworden ist oder ob er wirklich schon so am Ende ist, keine Ahnung. Aber ja, jetzt macht es tatsächlich Sinn, reinzukommen. Uwe ist noch nicht reingefahren. Oh ja. Okay, wir können ihn okay, it's not requested. On exit, we should be in position 9, immediately behind V9. Krass, er hat kurz den Reifen zerstört. Ah! Was soll das? Warum ist das Stoppschild hier hinten? Boah! Damit habe ich gerade gar nicht gerechnet. Warum ist es einmal auf einmal da? Beim Boxeneingang direkt. Das ist ja richtig blöd gemacht. Es war doch vorher viel weiter vorne. Einmal kurz die Box gewechselt. Jesus, okay. Das hat jetzt ordentlich Zeit gekostet, egal. We're done. Go, go. Vollkommen verwirrt. Vor allem das Stoppschild sieht man so schlecht, finde ich. Okay. There's a car approaching. Stay in your lane. Like, wem es auch passiert wäre. Da wäre wahrscheinlich jetzt gerade jeder von euch vorbeigefahren, oder? Sagt ehrlich, Leute. Sagt ehrlich, ihr werdet alle vorbeigefahren. War gerade ein Wunder, dass ich das noch rechtzeitig gesehen habe. Ich wäre dann einfach weitergefahren halt und dachte, hä? Wo ist das Stoppschild? So richtig schnell reagiert gerade. Gerade nochmal so gerettet. Dadurch jetzt Platz 18. Mayer has retired. Mayer ausgeschieden. Hier ist ein Reifen geworden. So, immerhin haben wir jetzt mal den Pitstop auch schon erledigt. Sector 2. Alright, Patrick. You're approaching some slower cars. These guys are fighting for position. So Box ankündigen, einfach durchfahren, weil die Box nicht da ist. Smarter is pitting from P4. He should come out just in front of you.
ich habe nicht so das Gefühl, dass es das Rennen mit den Reifen besser geht. Hier war es doch ein Fehler. Das sind Reifen zu reduzieren. Gap 2 behind is now 0.9. Halfway home. Fuel looks good. Des Chats werden einfach weitergefahren durch die Boxengasse. Es wäre ja noch so ein Upgrade für das Game. Aber eine Boxencrew hinstellen, dass man das sieht, dass man das besser sehen kann. Jetzt haben wir halt Ultrakampfverkehr, das war jetzt halt richtig blöd. Manchmal ist das Schild auch zwischen den Autos drin. So, die parkenden Autos in der Garage und dann siehst du das Schild halt auch nicht. Also, Racing macht ja schon Spaß, vorbeifahren. Damit haben wir jetzt echt gute Positionen einfach verspielt. Er das? War das Absicht? Nein, war nicht Absicht. Ich dachte gerade, er wollte so mit Style in die Box abschieben. So, hier F. Heizt da auch die ganze Zeit Vollgas rein. So, sind noch ein paar Boxenstops? Ja, Platz 10. Sind wir das? Thank you.
is all over you. Keep your exit speeds up and stay smooth. So, reinsenden. Slower class cars ahead. Okay, er hat ein bisschen zu hart früh abgebremst. Ganz kurz überrascht. Patrick, 10 minutes to go. That's 10 minutes left. The pit window closes in 2 minutes. Oh, jetzt habe ich mich ablenken lassen. Oh mein Gott! Super war's. Aber kein Platz verloren. Gerade noch so Karambolage entkommen. Karambolage. Boah, das war heftig. Du hast die dadurch vorbei. Sector 3 is yellow, Sector 1 is yellow. Yellow flag, B7. Green flag, incident clear, Sector 2 is green. So, das ist knapp noch. Ah, der hat schon die ganze Zeit gewartet, bis er vorbeifahren kann. Ich dachte mir, ich fahr mal absichtlich einfach ins Kies. Ja, aber der Stop, der hat uns 2-3 Plätze gekostet. Leider. Okay, Patrick, 10 minutes of fuel remaining. Come on, find the gap. They're slower than us into turn 13. Schultz has just retired from the race. Slower cars. These guys are fighting for position. Ah, wieso klappt denn das nicht? Ah. Dieser Switchback, der klappt irgendwie nicht hier an der Stelle.
Reifen quietschen wie Sau. Aber heute macht echt Bock. Macht richtig Spaß hier zu fahren. Wenn man mal drin ist. Wenn man mal drin ist. Dauert ewig, bis man die Strecke kann. Stay close. We think that mean has gone off in turn 13. Green flag in sector 3. Der malt schon schwarze Streifen. Hat man ähnlich in Sanford auch. Ich glaube, da hat man 107 Grad oder so. Aber jetzt müssen wir noch 3 Minuten ballern. In einen Platz noch kriegen. Irgendwo muss die Lücke sein. Irgendwo muss die Lücke sein. Ich kann nicht mehr voll aufs Gas gehen. An einigen Stellen. Nein, 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 nein. Green flag, you're clear. Oh mein Gott. That's the risk. That's the risk auf dieser Strecke. Ah, hier staubt es echt ordentlich. Also sind heute sehr, sehr viele Autos von der Strecke abgekommen. Einige Crashs hatten wir. So, letzte Runde. Last Lap sein jetzt. Aber ja, der rechte Reifen vorne ist halt auch dead. Dead ist der. Natürlich die Reifen wahrscheinlich noch ein bisschen dreckig.
jetzt schon letzte Runde oder nicht? Wäre cool, weil das Auto schafft nicht mehr so lang. Es kreischt einfach nur noch. Na, P10 halten. So gut es geht jetzt. So eine Runde. Eine Runde noch in dem Fall. Ja, der eine Box ist doch. Eine Box ist doch. Das hat so Genick gebrochen. We're running on fumes, mate. Obwohl wir neue Reifen drauf gemacht haben, die Reifen haben ganz genau 15 Minuten gehalten, gefühlt. Komm schon, lass uns diesen Platz nach Hause fahren. Boah, da staubt schon wieder voraus. Sind alle am Kämpfen. Alle, die jetzt hier die letzten Kurven fahren, kämpfen gerade mit dem Auto wahrscheinlich. Hier staubt schon wieder. Letzten zwei, komm. Schon wieder der nächste durchs Kies. Heftig. Ah, hat schon Bock gemacht. Das war schon recht cool. Das war schon cool, muss man schon sagen. War schon geil. Aber überholen schwer. Überholen echt, ja, 7th position. There's the checkered flag. Die Strecke bräuchte so ein paar mehr Geraden. Wo es einfach nicht nur Kurven hat. Dann wäre es richtig geil. Dann wäre die Strecke schon richtig Hammer. So ein paar Geradeauspassagen, wo man einfach sich ein bisschen ransaugen kann. Wäre geil. Also von mir aus, der erste Sektor kann genauso bleiben. So über diese Kuppe. Und dann, wenn es da den Berg abgeht, einfach eine Gerade machen. Geradeaus, dann vielleicht noch die DRS gerade hinten hinbauen oder sowas. Das wäre cool. Ja, Leute. Cool. Ja, danke. War ein gutes Rennen. Ich bin eigentlich auch ganz zufrieden, außer mit den ein paar Fehlerchen. Aber wie gesagt, GT3 Autos auf der Strecke zu beherrschen, ist nicht einfach. Wir sehen, Fleury hat hier eine 1.18 als schnellste Runde. War halt eine Sekunde schneller mal. Genau, Gruber auch eine 1.18.7. Ja, ich weiß nicht, da muss man... Ich weiß nicht, ob das vielleicht auch eine Autogeschichte ist. Ich glaube, der Porsche geht hier auch sehr gut. Ich glaube, so ein Porsche in so schnellen Kurven kann man den ganz gut um die Kurven schmeißen. So, scrollen mal runter. Also, das sind die Top 25 sozusagen von 30, glaube ich. Also, 30 Autos. Zweimal in den Top 10 angekommen. Ist okay. Kann man mit zufrieden sein. Gruber. Ja, genau. Fleury gewinnt vor Gruber, vor Höckert. Und Tilk auf der 4. Okay. Oh mein Gott. Heftig, aber das geht richtig hart auf die Ellbogen so. Oder ja, auf die Ellbogen, auf die Handgelenke meine ich. Es ist echt heftig. Also diese Rechtskurven, ich bin es nicht gewohnt, dass man quasi die ganze Zeit, du hast die ganze Zeit Spannung in dieser Kurve hier drin. Normalerweise hast du ja eigentlich den hier. Eher so der im Uhrzeigersinn. Aber auf der Strecke die ganze Zeit und dann Track Limits nach links lenken. Krank. Aber zwei schöne Rennen gehabt. War ganz cool. Es ist Lausitzring, ist das nächste Woche. Das kann sein. Ich muss mal kurz schauen. Ich schau mal ganz kurz. Vielleicht steht das hier. Info.dtm. Das müsste ich euch raussuchen. Ne, hier steht es nicht. Müsste ich mal nach dem Stream gucken. Aber ja, kann gut sein, dass wir auf
auf dem Lausitzring dann nächste Woche sind. Leute, am Mittwoch ist wieder Legends-Tag. Das heißt, wir werden wieder mit den DTM-92-Boliden unterwegs sein. Strecke, lasst euch überraschen, was am Mittwoch für eine Strecke dran ist. Ich werde, weil diese Haarschaltung habe ich mich noch nicht drum kümmern können, ich werde aber versuchen, dass ich quasi am Mittwoch, wenn wir die DTM 92 fahren, dass ich halt sequenziell schalten kann, also quasi immer nach hinten oder nach vorne. Also wird halt keine Haarschaltung dann sein, aber halt einfach, dass ich halt den Schalthebel einfach benutze am Mittwoch. Das wird dann der nächste Stream dann sein, Mittwoch dann. Das wird wieder sehr geil werden, glaube ich. Wird aber wieder schwer. Ich weiß nicht, wie viel Fahrer wir am Mittwoch sind, aber seid auf jeden Fall wieder mit am Start. Und danke fürs Zuschauen, Leute. Danke für den Support heute Abend. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Haut rein. Bis die Tage. Tschüssi. Ciao, ciao.